Servus, hier ist wieder euer Gunnar vom Sound Service. Ich sende heute aus meinem kleinen wunderschönen Laden mitten im Schwarzwald in Villingen-Schwenningen. Und der Schwarzwald ist ja so der Vinyl-Hotspot überhaupt. Wir haben tolle Sachen wie zum Beispiel MPS, den Mythos Saba, wir haben Dual, wir haben PE und wir haben natürlich noch das Deutsche Phonomuseum. Das alles gibt es im wunderschönen Schwarzwald. Jetzt befinden wir uns eben in einem kleinen Laden von mir im Soundservice. Ich habe euch ja versprochen, wir machen heute den zweiten Teil von der wirklich interessanten und ich sag mal außergewöhnlichen Plattensammlung, die ja neu eingetroffen ist. Wir hatten ja den ersten Teil schon besprochen und der erste Teil war, wir haben es ja schon mal gesagt gehabt, Blues, Gospel, R&B, Soul, Funk und Jazz. Das war der erste Teil in dem letzten Video. Heute besprechen wir so die anderen Dinge. Es geht da auch viel ein bisschen um Weltmusik und teilweise auch einfach ein bisschen verrückte Sachen, die man auch nicht alle Tage reinbekommt hier in dem Laden. Also, ich fange mal an. Wir haben hier Folkwork Nordamerika, wir haben Folkwork Mittel-Südamerika, wir haben Folkwork Afrika, wir haben Folkwork Asien, wir haben Folkwork Osteuropa und wir haben die Kategorie Folkwork Westeuropa. Das sind die Dinge, die wir jetzt hier noch ein bisschen bearbeiten und vorstellen in dem zweiten Teil der wirklich interessanten Plattensammlung. Jetzt geht's los. So, ihr Lieben, jetzt geht es schon los mit der ersten Kategorie, mit dem zweiten Teil des Videos, mit der interessanten und wirklich außergewöhnlichen Schallplattensammlung. Wir haben Folkwork Nordamerika. Ich habe euch ein bisschen was vorbereitet, was ich euch unbedingt zeigen will. Das ist hier Broadside Reunion. Broadside Reunion, genau. Das wirkliche Fantastische an dem Album ist, dass die mit Bob Dylan ist, und zwar alias Blind Boy Grant. Das ist ein Hammer, richtig tolles Album. Wir haben hier The Stanley Brothers. Ja, das ist jetzt die Volume 2. Auch einfach mal, es sind witzige Sachen für Nordamerika. Haben wir hier sowas. Zeige ich euch jetzt einfach mal. Und dann gehen wir mal ganz kurz weiter, ein bisschen zum Besprechen nach Folkwork Mittel- und Südamerika. Haben wir zum Beispiel Fiestas of Peru. Natürlich haben wir auch so Sachen wie Carnival in Cuba. Ja, Kuba-Platten immer auch eine tolle Sache, sind auch gefragt. Oder North Carolina Ramblers haben wir hier noch. Und wir haben hier noch ja, ein bisschen Bluegrass. Und so ein Johnny Cash darf natürlich auch nicht fehlen. Und was wir auch noch haben, sind zum Beispiel solche Dinge: Sounds of Indian. Amerika. Und da ist noch wirklich viel, viel drin. Das sehen wir ja später. Am Ende des Videos zeige ich euch natürlich wieder alles. Dann blätter ich das so ein bisschen durch und dann könnt ihr virtuell mitstöbern. So, wir gehen gleich weiter nach Afrika. Haben wir solche spannende Dinge. Finde ich wirklich sehr toll. Oder hier sowas. Ja, das wäre jetzt auch eine Musterpressung, steht auch nochmal hier drauf. Finde ich auch nett. Das sind auch dabei recht viele ja, Musterpressungen. Music of Africa. Auch toll hier zum Beispiel. Tata Bambu Kuyate. Habe es dann auch immer nochmal hier was dazu geschrieben. Genau. Tolle, fantastische Dinge. Ich finde, Afrika ist natürlich immer eine spannende Geschichte. Sowas haben wir natürlich auch noch hier dabei. Genau. Kleiner Blick einfach. Jetzt gehen wir mal nach Asien. Ich habe bei Asien Libanon mit reingenommen. Genau. Auch eine coole Platte. Ja, hier zum Beispiel West Meets East mit Ravi Shankar.
Solche Dinge dürfen natürlich hier auch nicht fehlen. Genau, das wäre jetzt Rubrik Asien. Tolle Dinge dabei. Das ist die Zweier, haben wir hier auch die Einser. Genau. Dann mal wieder zurückstellen. Wir haben ja nochmal Ravi Shankar featuring Ala Racha. Und jetzt kommen wir zu so einer Reihe, die finde ich ganz gut. Die kennt ihr bestimmt, das ist so eine Sampler-Reihe. A Musical Anthology of the. Hier wäre es jetzt Orient. Genau. Und da haben wir, also das war hier Türkei. Und hier haben wir Iran. Finde ich wirklich tolle, spannende Dinge. Wir haben hier Folkwork Osteuropa. Genau. Da könnt ihr ja nachher noch ein bisschen reinstöbern. Ich zeige euch jetzt einfach mal so zwei, drei Platten. Die habe ich mir so ein bisschen vorne hingeblättert, weil ich dachte, das ist bestimmt interessant für euch. Einfach mal zum Schauen, zum Angucken, vielleicht auch ein paar Tipps einfach mal mitnehmen. Dann kommen wir zu Westeuropa. Hamish Moore, Open End. The Incredible String Band. Ja, auch spannend. Ja, das sind hier die Westeuropa-Sachen. Da habe ich jetzt noch ein Paco de Lucia mit reingenommen. Ernst Diffel. Und. Also ist wirklich viel dabei. Seht ihr nachher am Ende. Das wollen wir auch mal noch kurz reinhalten. Songs of Spanish Civil War. So, das war's jetzt mit dem zweiten Teil, der wirklich interessanten und außergewöhnlichen Schallplattensammlungen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bleibt dran, stöbert einfach virtuell jetzt noch ein bisschen mit. Ich zeige dir jetzt am Schluss alle mal durch das Plattenfach. Könnt ihr euch einfach mal anschauen. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp dabei. Wenn auch eine Platte für euch dabei ist oder die gefällt euch, schreibt mir einfach in die Kommentare, ob das was für euch ist, ob ihr die haben wollt oder nicht. Lasst einfach einen Kommentar da. Ich würde mich auch für einen Daumen nach oben, für einen Like freuen. Und natürlich für ein Abo freue ich mich auch ganz riesig. Ich sage vielen Dank, ciao, bis bald, bleibt sauber, bleibt gesund, betreibt Vinylkultur, habt einfach Spaß. Bis dann, euer Gunnar. Ciao!